Good morning, in the morning, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ja, zuallererst möchte ich mich bei euch bedanken für das super tolle Feedback zum letzten Vlog. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das hat mich motiviert, in Anführungsstrichen weiterzumachen. Also, ich weiß es noch nicht, ich versuche hier jetzt irgendeinen coolen Vlog, also cool wird der nicht, wahrscheinlich wieder langweilig, obwohl ich hier eigentlich was ändern möchte, aber ich habe keine Ahnung, was ich euch zeigen soll. Es passiert nicht viel, wie ihr euch das wahrscheinlich denken könnt. Deswegen, falls ihr Tipps habt, was ihr gerne sehen möchtet, was momentan in der heutigen Zeit möglich ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Genau. Und dann habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, ich drehe ja keine Food Hauls mehr. Wollt ihr einen Food Haul sehen? Also wieder regelmäßig Food Hauls sehen, was ich so einkaufe. Einkaufe, was ich so esse, dann schreibt es auch in die Kommentare, dann kann ich das wieder für euch abfilmen. Ich mache das ja momentan nicht mehr, aber das heißt nicht, dass ich nicht einkaufen gehe, das tue ich nämlich. Genau, und das wollte ich. Irgendwas wollte ich euch noch erzählen, ich habe wieder den Faden verloren. Ich habe zwei Anekdoten für euch, aber die erzähle ich euch gleich vielleicht oder später, wenn ich es nicht vergesse. Genau, ansonsten weiß ich echt nicht, was ich euch erzählen soll. Also es passiert nichts, 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 nichts. Es gibt nichts Neues bei mir, wirklich nichts. Niente, nichts Spannendes. Ja, genau. Ich werde jetzt aber erstmal meine Küche aufräumen, weil die sieht jeden Morgen so aus, wie sie jetzt aussieht. Und ja, das, was ich dann immer mache, ist die Küche aufzuräumen. Ich hasse es. Könnt ihr mal schreiben, ob euch auch die Küche so aussieht morgens. Ja, und deswegen räumen wir die jetzt gemeinsam auf. Ja. Also, ich will euch das mal hier demonstrieren, wie sie aussieht. Also, jeden Morgen liegt hier... Also, ich räume die immer einmal am Tag... Nee, zweimal. Ein bis zweimal. Einmal nach dem Frühstück und vielleicht nach dem Mittagessen noch, je nachdem, wie ich Lust habe. Und dann lasse ich die Sachen... Nee, nach dem Mittagessen glaube ich nicht. Nach dem Mittagessen lasse ich die Sachen hier... Und nach dem Frühstück, dann räume ich das dann immer auf, damit hier alles frei ist. Aber wie ihr seht, habe ich eine kleine Mini-Küche. Genau, und dann räume ich das immer nach dem Frühstück auf, damit es hier sauber ist. Und dann koche ich mir Mittagessen, wenn es sauber ist. Genau, wobei ich überlege, was ich heute zum Mittagessen soll. Ich weiß nicht, also entweder machen wir heute zum Mittagessen Thunfischspaghetti, obwohl ich zum Frühstück Brötchen hatte. Oder wir machen Spaghetti Bolognese, dann müsste ich aber Hackfleisch auftauen. Worauf hättet ihr mehr Lust? Thunfischspaghetti oder Spaghetti Bolognese? Ich habe irgendwie heute auf nichts von den beiden Lust. Ja, das kann ja heiter werden. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time. So, meine Lieben, wie ihr sehen könnt, ist die Küche jetzt einigermaßen sauber. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich habe mich entschieden, wir machen nämlich heute Thunfischbaguette. Genau, und das Rezept findet ihr auf dem i-Punkt. Genau, dort verlinke ich euch das Rezept. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another. So, meine Lieben, wie ihr sehen könnt, das magische Baguette ist jetzt fertig. Also das geht ganz schnell, das ist tatsächlich in 5 Minuten fertig. Jetzt muss das 2 Stunden ziehen mit einem Handtuch drüber. Genau, 2 Stunden ruhen an einem warmen Ort. Ich lasse das jetzt erstmal hier. Und dann geht's weiter, dann formen wir die und dann backen wir die. Genau, was mir fehlt, sind Röstzwiebeln. Das muss ich auf meine Einkaufsliste schreiben. Ich habe nämlich leider keine mehr da. Also Röstzwiebeln müssen auf meine Einkaufsliste. Und Hefe. Genau, Hefe habe ich nämlich auch nicht mehr da. Genau, und das wird jetzt 2 Stunden rum und dann geht's weiter. So, meine Lieben, ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar das hier, das ist das Olivenöl von Sally. Ihr seht es hier, also ich finde es mega. Und zwar habe ich das gewonnen bei... Bosch auf Instagram. Genau, die haben 2 Flaschen Olivenöl von Sally verlost. Und ich habe gewonnen und ich freue mich, weil guck mal, wie schön die ist. Und das soll wohl ganz, ganz tolles Olivenöl sein. Die kosten da bei Sally 40 Euro so eine Flasche.
40 Euro und die ist, das ist aber schon mittlerweile ausverkauft. Genau, also die Leute haben das gekauft wie verrückt. Ich habe es gewonnen, freue ich mich, weil ich hätte keine 40 Euro für ein Olivenöl ausgegeben, egal wie gut das ist. Ja, wie gesagt, das werde ich verwenden und das Fläschchen werde ich behalten, weil das ist richtig schön. Seht ihr das? Ich finde es cool. Genau, das wollte ich euch mal zeigen. Ja, finde ich richtig, richtig süß. Und dann habe ich mir noch was gekauft. Also nee, das habe ich mir jetzt gekauft. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, schreibt es mal in die Kommentare, Prinzessin Fanta Giro. Das lief wieder mal zur Weihnachtszeit im Fernsehen. Ich habe es verpasst, aber ich habe mir jetzt die DVD bestellt, damit ich mir das nochmal angucken kann. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das nochmal gucken will, weil ich kenne das in- und auswendig. Ich weiß genau, was da passiert. Wirklich, ich kenne den Film auswendig, in- und auswendig. Nur die letzten beiden Folgen haben mir nicht so gefallen, muss ich zugeben. Hat mir das Ende nicht gefallen. Und es gibt eine Szene, da hatte ich richtig, richtig Angst früher. Und dann, das habe ich mir nie angeguckt. Da habe ich mich immer, immer weggedreht. Und das ist, als er sich in das Biest verwandelt hat. Was war das, ein Biest? Und dann hat sie ihn geküsst oder vorher geküsst und dann ist er ein Biest geworden. Irgendwas war da doch, ne? Genau. Und wusstet ihr, dass das übrigens eine Perücke ist, die Kurzhaarfrisur? Weil die hatte eine Kurzhaarfrisur, die war braun und wenn sie lange Haare hatte, waren sie lockig und rot. Ja, also ist das hier eine Perücke, die Kurzhaarfrisur? Ja, genau. Und dann wollte ich euch noch meine neuen Schuhe zeigen. Ich finde die mega. Ich habe ein Fashion Haul gedreht. Ich weiß nicht, ob der schon online ist. Auf jeden Fall wollte ich so schwarze Boots haben. Winterboots mit so einem Plateauabsatz. Ja. Einmal kurz getragen und nie wieder. Ich habe dort auch so eine Einlagesohle. Also die wärmen die Füße. Das heißt, ich friere in den Schuhen nicht. Und die sind auch eigentlich bequem. Eigentlich, aber... Als ich die Schuhe anhatte, die sehen auch mega geil aus, aber als ich die Schuhe anhatte, ich hatte, also wirklich, ich hatte so Wadenkrämpfe, ich hatte so Wadenschmerzen und ich habe mir tatsächlich Blasen an den Füßen gelaufen und ich war noch 5 Minuten unterwegs, wirklich Blasen, die taten höllisch weh. Also ich konnte kaum laufen, ich konnte wirklich kaum aus dem Bett aufstehen, so Schmerzen hatte ich. Genau, deswegen weiß ich nicht, wie ich das jetzt mit den Schuhen machen soll. Habt ihr Tipps, wie man die einlaufen kann? Das ist jetzt kein echtes Leder. Kann man die überhaupt einlaufen oder werde ich mir immer Blasen laufen? Weil ich habe immer das Problem mit neuen Schuhen, dass ich immer Blasen habe in neuen Schuhen. Deswegen kaufe ich mir nie neue Schuhe, wirklich nie, weil das keinen Sinn macht, weil ich immer mir Blasen laufe und die dann nie wieder anziehe. So, deswegen trage ich lieber meine alten. Diese hier, die sind schon... Also wirklich halt kaputt, aber bequem und keine Blasen, ne? Aber ich wollte euch zeigen, was mir bei Blasen geholfen hat. Und zwar habe ich das einfach auf diese Wunde, ja, das war eine offene Wunde, habe ich das hier, diesen Compete-Pflaster drauf getan. Und ich habe es auch nicht sauber gemacht. Also das war wirklich auch eine dreckige Wunde. Ich weiß, man sollte die vorher sauber machen, steht hier auch drauf. Aber es tat so weh, ich habe es nicht gemacht. Moment, kriege ich das auf? Und, Moment, so, und hier sind noch eine drin, hier sind nur 5 drin, also ich habe 2 draufgeklebt, dann hat mir das eigentlich geholfen, ich hatte keine Schmerzen mehr. Die sind dann nach ein paar Tagen abgefallen, weil ihr sollt die Pflaster dran lassen, nicht abziehen, die gehen von alleine ab. Und dann habe ich die nächsten 2 draufgetan, genau, und jetzt, also ich habe überhaupt keine Schmerzen mehr, ich kann ganz normal laufen, ich kann in meinem bequemen Schuhen laufen und nichts tut weh. Deswegen als Tipp für euch, falls ihr auch Blasen habt, die Pflaster von Compete helfen da wirklich. Ja. So, die Baguettes sind fertig, wie ihr sehen könnt. Und die kommen jetzt für 20 Minuten in den Ofen. It's kinda quiet in my room right now without you.
So, meine Lieben, wie ihr sehen könnt, sind die Baguettes jetzt fertig gebacken. Ich glaube, ich werde mir heute das hier gönnen und morgen das hier. I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer. So, meine Lieben, und fertig ist das Thunfischbaguette. Genau, nur noch zuklappen und fertig. So, wie ihr sehen könnt, ich habe es jetzt zugeklappt. Jetzt werde ich das in der Mitte durchschneiden, damit man das besser essen kann, weil so fällt das auseinander. Genau. So. Ihr könnt das nochmal sehen, wie es ausschaut. Dim, 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 dim. Schaut das nicht lecker aus? Was mir hier fehlt, ist noch der Käse. Könnte Mozzarella drauf tun oder irgendeinen anderen geilen Käse-Cheddar. Das fehlt mir ein bisschen, aber ich finde, das sieht doch bombenmäßig gut aus. Ach, guck mal, das sieht doch geil aus hier. Aus dieser Perspektive. So, genau. Ich lasse es mir jetzt schmecken. When you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. So, meine Lieben. Jetzt wollte ich euch meinen neuen Wok zeigen, den ich mir bestellt habe. Ihr könnt das sehen. Genau, ich habe ihn schon ausgepackt. Der ist mit einem Glasdeckel, wie ihr hier sehen könnt. Genau. Oh Mann, ich muss die Küche noch aufräumen. Und dann haben wir hier so ein... Das Gute ist, der kann auch in die Spülmaschine. Das finde ich mega. Was mich hier stört, seht ihr das? Also ihr könnt es nicht sehen, aber man sieht von den Griffen hier, dass hier so, also zwei Löcher, dass das hier so durchgegangen ist. Aber ihr könnt es nicht sehen. Egal, so genau das ist mein neuer Wok. Wok oder Wok, keine Ahnung. Oder ist riesengroß, ne? Für eine Person ein bisschen zu groß. Aber... egal, ich zeige euch das nochmal. So. Ja, genau. So, guten Morgen, meine Lieben. Es geht weiter mit dem Vlog. Heute machen wir einen Kuchen, einen Butterkuchen von Sally. Aber irgendwie dauert mir das zu lange. Der Vorteig braucht 15 Minuten. Dann braucht der Hefeteig eine Stunde, muss der ruhen, dann muss der nochmal 30 Minuten ruhen und dann nochmal 30 Minuten in den Ofen. Ganz ehrlich, so viel Zeit habe ich nicht. Ja, das zweite Problem ist, ich brauche Milch für den Kuchen. Vielleicht hätte ich vorher mal gucken sollen, was ich da habe und was nicht. Ich habe leider keine Milch da, aber ich habe Milchpulver und ich kann aus Milchpulver Milch machen. Genau, und jetzt machen wir den Butterkuchen. Das ist ein einfacher Butterkuchen. So viel Aufwand ist, wer hätte das gedacht, und da kommen Mandeln rein. Ich glaube, ich habe noch nicht mal Mandeln da. Ich bin so unvorbereitet, ne? Aber egal, wir machen jetzt den leckeren, ich hoffe, der wird lecker, leckeren Butterkuchen. Butterkuchen heißt der. Ja, genau, los geht's. I've been going crazy without you, I'm so alone. I'm a China. You in the summer.